Im Schatten des Domes lebten die Franziskanerinnen seit 23 Jahren in ihrem beschaulichen Haus am Domplatz 4. Die letzten Trauben sind zwar noch nicht geerntet und eigentlich sieht draußen alles so aus wie immer. Aber wirft man einen Blick ins Haus, dann stehen alle Zeichen auf Abreise. Die Kisten sind gepackt und das Kreuz von der Wand geholt, das jedoch nur vorübergehend. Höchste Zeit, mich noch einmal mit den Schwestern zu unterhalten, die unzählige Besucher durch den Dom geführt haben und uns jetzt verlassen wollen. Ich wollte wissen, wie sie ihre Zeit in Limburg rückblickend betrachten. Habe nie geglaubt, im Anfang erst recht nicht, wie der Dom so lange lebendig sein kann zum Übersetzen. Aber das liegt einmal an der Sache des Domes, zum anderen aber auch die Vielfalt der Menschen, die hierher kommen, freiwillig hierher kommen. Und da immer dieses neue Begegnen und sich einstellen. Ja, und der Dom ist mir wie ein Buch im Anfang gewesen, in dem ich lese und in dem ich mitnehme zum Lesen. Und das ist bis heute lebendig geblieben. Als ich hier hinkam, wusste ich ja von dieser Möglichkeit hier in Limburg und hatte im Stillen schon häufiger gedacht, das wäre was für mich. Und als ich dann gefragt wurde, hatte ich keine Schwierigkeiten, ja zu sagen. Die Freiheit, die man gewinnt, die Situationen so zu nehmen und zu komponieren im Dom, auch dass die Führung ein Weg wird, der einen wirklichen Höhepunkt hat, das hat mir besonders viel Freude gemacht. Wenn mir ein Blinder, den ich an einer schwierigen Stelle, ein Holländer war es, den ich an die Hand genommen habe, um sicher zu sein, dass das jetzt gut geht, und wenn ich den frage, geht es so ein bisschen, und der mir dann sagt, ich vertraue blind, ja, dann sind das so Momente, wo man, ja, wo unser einer dann auch seine Freude hat im Nachhinein. Auf die Frage, ob Sie denn so etwas wie Wehmut beim Abschied fühlen, antworten Sie. Aber es ist gut, dass wir jetzt so richtig noch bis zum Schluss lebendig da sein können. Und dann wird, ja, beim einen oder anderen Mal denkt man auch, oh, das letzte Mal. Ja. Ein Aspekt, der uns natürlich auch Limburg sehr lieb gemacht hat, ist die Liturgie. Also das Mitfeiern der Liturgie, nicht unbedingt nur unsere Führungen, gerade die Liturgie zu erleben in dieser Kirche, ist ein besonderer Schatz, der, ich möchte sagen, der mir bleibt, was dazugehört. Und ich denke, diese Stadt der kurzen Wege, der Schönheit und eigentlich der, auch der Menschen, auch der aufgeschlossenen Menschen, so im Umgang, wie wir das erlebt haben, das wird uns auch fehlen. Bleibt uns nur, den Schwestern alles Gute und Gottes Segen für ihren weiteren Lebensweg zu wünschen und zu sagen, dass wir sie sicherlich auch vermissen werden.